Guten Abend hier im Kino des Filmmuseums Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Hier gibt es die Möglichkeit, einen von 10 Filmen anzuschauen, den ich auswählen durfte für eine Carte Blanche. Das macht mir immer große Freude, obwohl es auch 2000 Filme hätten sein können und ich hätte nicht aufhören können. Von einem Film kommt man sehr schnell zum nächsten, besonders wenn man das mit anderen diskutiert, wie ich das gemacht habe. Und habe dann mich irgendwann entschieden, Liebesfilme zu nehmen, weil es gibt ja kaum Filme ohne Liebe, aber Filme, die mir zum Thema Liebe sofort einfielen, die mich geprägt haben. Einer dieser Filme ist ein Film, den ich durch meinen Freund Christoph Hochhäusler erst entdeckt habe, weil ich die Filme von Istvan Szabo, ich kann den Namen schon fast nicht aussprechen, ein wenig ignoriert habe. Oberst Redl und so. Das war für mich irgendwie, das war wie, als ob ich in die Schule gehen müsste. Ich wollte nicht ins Kino, ich wollte andere Filme sehen. Und er gab mir eine DVD von Iserlohn. Und das ist ein ganz wahnsinnig toller Film. Mein Freund Harun Farocki und ich, wenn wir Drehbücher zusammen geschrieben haben, haben wir uns immer gesagt, niemals darf die Liebe entstehen, weil ein Mann den Ausschnitt einer Frau oder so so toll findet oder so. Ja? Oder sondern die Liebe muss produziert werden. Es ist eine Produktion, eine Liebesproduktion. Also das Beispiel war immer 39 Stufen von Hitchcock. Ein Mann und eine Frau sind mit Handschellen aneinander gekettet und mögen sich gar nicht, müssen sich aber in irgendeiner Weise verständigen, damit sie auf der Flucht sich fortbewegen können und nicht gegeneinander laufen. Also wie bei Flucht in Ketten, da in dem Männerfilm ja auch. Und durch diese Arbeit, ja, dass man sich aufeinander, dass man miteinander reden und korrespondieren und sich im Grunde genommen eine Emphase für den anderen entwickeln muss, einen Rhythmus und eine Choreografie finden muss, entkommt die Liebe. Das ist eine Produktion. Und in diesem Film von Istvan Szabo müssen zwei Menschen ein Liebespaar, ein Ehepaar spielen, um sich vor den Nazis zu verbergen in einem Zimmer, was irgendwo in irgendeiner Pension lebt, müssen sie so tun, als ob sie ein Ehepaar wären, um nicht von den Häschern erwischt zu werden, um ihre falsche Identität nicht zu gefährden. Und wie aus diesem Spiel, ja, und der Abneigung, weil man ja andere Partner hat eigentlich und dieser Mensch, mit dem man hier ein Ehebett teilt, ja gar nicht der wahre Ehemann oder die Ehefrau ist, aus diesem Spiel und aus diesem Muss, ja, was ja der Liebe nie gut tut, entwickelt sich die Liebe. Und das ist fantastisch in diesem Film und hat ein wahnsinnig sehr, sehr schönes Ende, was ich jetzt hier nicht vorwegnehmen will. Also das ist ein Film, den ich sehr spät entdeckt habe und ich bin froh, dass ich ihn entdeckt habe und das ist für Entdeckung nie zu spät. Alles Gute. Dankeschön.